dass diese Aufnahme endlich was wird. Ich habe ja letztes Mal vorgestern gestreamt, auch mit der Reaction auf Urs sein Video. Nee, wann habe ich das letztes Mal gestreamt? Nicht vorgestern, oder? Das ist noch länger her, wie dem auch sei. Auf jeden Fall beim Konvertieren der Datei, das ist ja eine MKV-Datei, die hier abgespeichert wird, standardmäßig, oder vielleicht muss ich mal reingucken, was da so der standardmäßige ja, die Codierung bzw. Datei ist, auf jeden Fall beim Konvertieren zu einer Movie-Datei oder einer M4V, die ich hier dann auch ins Schnittprogramm reinjagen kann. Oder brauche ich hier die MKV-Plugins? Ich muss mal gucken, ich habe eigentlich auch nicht so viel Zeit, mich jedes Mal um irgendwelche technische Details zu kümmern hier. Ist es asynchron? Mega asynchron, ja. Allein nicht nur der Gaming-Sound, auch das, was ich hier rein talke, mit dem Bild passt halt eben nicht zusammen. Deswegen versuchen wir wieder unser Glück. Es ist noch viel Feintuning zu machen, merke ich ja selbst. Ja, allein hier, meine Stimme hört sich voll komisch an, beziehungsweise ist es hier manchmal überpitcht. Noise Gate hin und her. Auf jeden Fall, um den Tag heute für mich abzuschließen. Noch was, genau. Ich hatte ja Probleme mit der Sony Cam, ne, dass sie jedes Mal diesen Fokus macht, also nicht fokussiert, Autofokus spinnt, aber auch händisch nicht zu fokussieren ist. Mit dem Fehler 6210. Hier reden wir auch nicht vom Nokia 6210, sondern von diesem verschissenen Fehler 6210. Dass ich mich hier wieder habe registrieren müssen auf Sony bla bla bla, ne? Muss ja dein Gerät dann registrieren. Ich habe eigentlich gemacht, damals, als ich es gemacht habe. Anscheinend habe ich es doch nicht registriert. Auf alle Fälle habe ich es dann jetzt wieder nachträglich registrieren müssen. Kaufdatum passt zum Glück noch. Gekauft wurde die Cam am 29.04. vor 2 Jahren. Also haben wir hier noch etwas über 2 Monate Garantie. Ja, also, die kann ich jetzt, also habe ich schon verpackt, morgen wird sie verschickt. Das darf man ja gar nicht zeigen. Versuche ich mit dem hier zu vloggen. Unsere wöchentlichen Vlog. Mit diesem Mod hier. Ich weiß nicht, ob es was wird. Erste Testaufnahme vom Sound war in Ordnung. Aber mit der GoPro, so handlich wie sie ist, ne, so flexibel wie sie ist, muss ich sagen, die Aufnahmen sind nicht toll. Also bei Tageslicht, ne, wenn du ausreichend Licht hast, passt der Sensor. Aber der Rest, das ist nur noch kisselig. Auch wenn ich jetzt hier nur die Treppen runtergehe in den Hausflur, da ist die Aufnahme schon wieder futsch, ne? Da ist die Aufnahme nicht. Aber wir wollen ja das ganze Footage ein bisschen capturen, was wir so die Woche über machen. Macht man halt eben so in einem Weekly Vlog. So, dass wir halt eben erstmal mit dem hier filmen, zur Fans geht und natürlich mit dem Handy, mit dem Smartphone und ganz kurz hier sind noch ein paar Tickets reingeschneit. Und das. Am 1. Mai haben wir ein Date. Am 1. Mai. Kapitol Mannheim. Richtig Bock drauf. Ich sag's ja, hier sieht's aus auf dem Tisch. Ach, die Rechnung von Hundefutter. Wir haben neues Hundefutter bestellt für den Harrison. Von Bafgold. Bafgold. War halt was beim Hundehotel. Aber wie die Firma jetzt nochmal konkret heißt, außer Hundehotel, kann ich gerade nicht sagen. Da hat man immer diese kleinen Pellets. Wir barfen ihn ja, den Harrison. Jetzt kurz die Controller hier sortieren. Wir barfen ihn. Und hatten jetzt auch vor kurzem Termin bei einer Hundeheilpraktikerin. Die hat ein neues Ei gestellt. Auch der hat die ganze Zeit tränende Augen gehabt. Naja, haben wir erst gedacht, na, okay, er hockt viel im Flur. Luft, wie ist das, ne? Es hat ja auch dann umgeschwungen von kalt, von warm in kalt, zu kalt, was bei Sprache, ne? Und wie dem auch sei, und dann kam es halt mit dem Hinweis, das liegt am Futter. Unverträglichkeiten, wie ist das? Man muss halt immer viel ausprobieren mit dem Futter, ne? Weil manches isst er nicht gern. Dann haben wir ja unser Gemüse, was wir auch noch frisch pürieren, beziehungsweise halt eben auch eingefrieren, indem jedes Mal auftauen, dazu ergeben, zugeben zum Essen. Und da haben wir halt eben auch
Vorher hat man quasi eben alles zusammengeworfen, da war rote Beete drin, Kohlrabi, Karotte, dies und das, ja, das haben wir alles zusammengeworfen, dann quasi so serviert, ja, immer so ein bisschen zum Fleisch hinzu, die genaue Quote muss ich nochmal gucken, irgendwie 10% so und der Rest so, dass wir uns diesmal auch anders ausprobiert haben, nicht alles zusammenzuwerfen, sondern dass man maximal zwei Gemüsesorten ineinander blenden und mixen und ihn dann quasi auch so noch besser befüttern können, ja, dass man eventuell da eine Unverträglichkeit erkennt, dass er eventuell auf ein Gemüse nicht so steht, beziehungsweise auch bläht, ne? Oder wie auch dann der Stuhlgang aussieht. Genau. Aber so viel dazu. Ich will es jetzt auch gar nicht in die Länge hier, was hier alles umlegt. Guck mal, wie das dann hier aussieht, wenn ich jetzt noch das Licht dran machen sollte hier, ne? Guck mal. Was für ein Uschi, ne? Da haben wir hier noch das Licht. Kann ich hier noch alles dran bauen? Ja, ganz klar habe ich hier noch den Volta, den Stick hier unten drunter. Das ist ein ganz schöner Apparillo. So. Aber was ich machen wollte, ich wollte eine Feierabend, ich wollte kurz abschalten, eine kurze Runde Mario. Ich weiß gar nicht, was habe ich hier in der Stream-Info drin? Was habe ich denn drin? Das Chatting. Ja, ey, guck mal, das kann man doch eigentlich anmachen, anlassen, oder? Oder muss ich hier die Kategorie zwingend ändern? Das Chatting passt eigentlich, oder? Ich schwitze da wahrscheinlich eh wieder dabei. Ich will gucken, ob ich diese Audiospur wieder auf Monitor habe oder auf beides. Audiospur, Monitor und Ausgabe, das dürfte passen. Dann wechsle ich hier mal kurz den Monitor. Naja, für alle, die es interessiert, die uns eventuell auf YouTube schon abonniert haben oder noch abonnieren möchten. Es ist gerade aktuelle Podcast hoch, Folge Nummer 9. Es geht um Süchte, um Sucht. Auch ganz klar ein Disclaimer dabei. Kann man sich anhören, kann man sich anschauen. Auf Spotify ist er auch oben. Ne, warte mal kurz. Da kam gerade eine E-Mail, warte mal. Spotify for Podcasters. Ja, die ist auch online auf Spotify. Auch einfach Forever Gains. Forever Gains, genau. Und dann auch folgen. Bla bla bla. Kommentieren, wie auch immer. Hört euch die Folge an, das ist eine gute Folge. Jenny und Shalima haben sich da wieder getroffen und haben da was zum Besten gegeben. Und auch ganz klar, falls es Probleme gibt, kann man sich auch gerne an den Disclaimer halten, der hier in der Videobeschreibung drinne ist. So, dann gucken wir mal kurz, was wir hier überhaupt haben. Genau. Gehen wir direkt rüber hier. Schönes Rindchen Mario. Soll nicht so lange dauern. So, was hat er jetzt wieder für Probleme? Hier wird die Matschko, ey. Egal, geh mal rein. Ein bisschen Mario, ich mach hier das. Das kann man viel zurücksetzen. Ich mach mal hier das Licht aus, mir viel zu hell. Zack. Ah ja, beim Friseur war ich heute noch. Aber auch richtig heftig. Das sieht man. Muss mich einmal komplett drehen. Ich habe wieder so einen krassen Schub gehabt in der Schuppenflechte. Alter, der Kopf sieht hinten aus. Der Ali beim Friseur hat mir das mit dem Spiegel gezeigt. Muss mich direkt heute Abend noch eincremen, ey. Das darf ich nicht vergessen. Ja, die Stellen sehen richtig übel aus. Jo, aber jetzt erstmal hier schönes Ründchen. Aber was ich mir noch angeschaut habe heute, die waren ja also richtig coole Videos eigentlich. Da waren der Stefan Pütz und der Christian Eckerlin. Wie es nicht sagt, das sind ein paar MMA-Fighter hier aus Deutschland, ganz bekannte. Wir waren mit dem Urs Beine trainieren. Und der Urs hat die richtig weggeschäbert, ey. Aber ich habe in letzter Zeit viele Videos gar nicht schauen können, weil ich einfach keine Zeit hatte. Ich habe auch gesehen, Schwarzwald John hat da jetzt auch ein neues Video draußen im Eisbaden. Keine Ahnung, wahrscheinlich wieder funny as fuck. Kann mal reingucken.
Genau. Aber es ist halt manchmal so, ne? Die ganze Woche sind wir auch schon im Krankenhaus mit dem Großvater. Der hat jetzt nichts Schlimmes. Aber seine Haut, der Haut geht's nicht ganz so pralle. Und er ist halt alt und kommt damit nicht ganz so klar. Auch mit dem Verständnis, was die Haut angeht. Es ist eine Altersneurodermitis, so hieß es. Hatte ich auch anfangs vermutet. Ja, Neurodermitis, beziehungsweise halt eben Schuppenflechte. Weil ich ja selber die Schuppenflechte habe und es viele Parallelen halt gibt. Ne? Und ja, dementsprechend wieder behandelt mit einer Lichttherapie. Eigentlich ganz vernünftig, ne? Mit Lichttherapie am Anfang zu behandeln. Aber langfristig ist halt so, ne? Ernährung noch ein bisschen verfeinern, wie ist Allgemeinzustand psychisch und sowas, das ist ganz, ganz wichtig bei so einer Krankheit. Und halt eben die ganzen anderen Stellschrauben, auf die man noch achten kann. Naja, ist halt nicht angenehm für einen alten Mann, der sein Leben lang eigentlich nichts hatte, ne? Ein bisschen Bluthochdruck, wie ist das, ne? Und dass seine Haut halt eben rot ist, blüht, ne? Ich kenne es ja jetzt schon länger, seit 16, 17 Jahren kenne ich das ja selber, mit der Schuppenflechte. Aber sich da selbst damit abzufinden, ist halt immer auch so ein Ding. Ne? Ich meine, die hat es ja erst in einem Video gesagt, in einem Daily Vlog, die wir jetzt noch im Januar hatten, jedenfalls auf YouTube auffindbar, dass die Leute eher ein Problem, ach, guck mal, was ich mache, eher ein Problem damit haben, als eher ein Problem damit haben, das zu sehen, als ich selber, ne? Als, nee, geht nicht. Also die Menschen halt mehr Probleme damit als andere selbst. Ja, weil es ja immer so disgusting und wie es aussieht. Und hast nicht gehört, ja. Also, ja, was soll man machen? Man hat sich die Krankheit nicht ausgesucht, ne? Man hätte gesagt, ey, komm, ich hab heute nichts vor, lass mal Psoriasis haben, ne, und lass mich da mit scheiß Cortisonsalbe einkleben, mit Vitamin D und so ein Kack. Oder auch eine Lichttherapie. Ich weiß nicht, wie es der Großvater jetzt im Krankenhaus machen muss, aber die Lichttherapie, die ich hatte, das sah dann quasi so aus. Also wie eine Solariumröhre, bloß aufrecht stehen, ne, nicht liegend. Und da hast du dich halt hingestellt und hast dich im Kreis gedreht wie so ein Hotdog. Ja, das war die Lichttherapie. So, gebracht hat es halt eben gefühlt nichts. Ja, soll ich sagen. Aber es ist wieder bei jedem sehr, sehr unterschiedlich, ne, wie sowas ausfallen kann. Bei einem hilft es. Ja, Cortison, darauf schwören auch ganz viele, bloß das bummst halt eben deine Haut. Ne, das nimmst du ja auch über die Haut auf. Und Cortison brauchst du nicht unbedingt. Ne, also, ich weiß nicht, warum die Leute das immer so feiern. Klar, manchmal ist es halt ausweglos, ja, du hast eine Entzündung, musst du was machen. Das heißt dann halt eben auch oral, wenn du eine Tablette nehmen musst, wollten sie mir auch geben, für die Problematiken, die ich im Rücken hatte. Das ist richtig random, die Docs, ne, was sie dir verschreiben wollen, weil sie nicht weiter wissen. Ja, im trüben Fischen brauche ich halt auch nicht. Ja, jetzt bin ich aber ein bisschen abgedriftet. Also, den Opa geht's dabei gut, am Samstag wieder entlassen. Grüß können wir ihn abholen. Kommt da auch wieder weg in sein Haus, wo er sich wohlfühlt, auskennt. Und wo er nicht so viel Langeweile hat. Da hat er noch zwei Leute auf dem Zimmer, die sind ganz schön stoffelig. Jo. Ich glaube nicht, dass die viel mit dem schwätzen. Ja, ich meine, gut. Er hört halt immer so gut. Er hat einen Tinnitus. Ein bisschen schwerhörig halt. So. 88 Jahre alt, ne? Ich wäre ja froh. Man weiß ja nicht, was so die eigene Lebenserwartung ist, aber 88 musste erstmal werden. Ne? Was ich hier zusammenspiele. Und er springt nicht. Warte mal, nein, ich will nicht speichern, ich will hier nur zurück. So, wieso springt er nicht? Müssen wir es ganz kompliziert machen. Und runter mit dir. Ja, aber das ist halt das Ding, das ist, wir sind ja hier drüben in Grünstadt und da musst du rüber nach Ludwigshafen fahren. Dann ist es noch so riesen. Aber was beklage ich mich eigentlich? Ne? Dem Mann geht's gut. Unsere Bewegungen, was das angeht, ja, hinfahren, die weiten Wege laufen, das ist ja alles total belanglos. Ne? Weil ich muss mich da halt eben. Ja, ich muss nicht dort liegen, ja.
mich irgendwie behandeln lassen. Ach. Hey, wie das dort gerochen hat, ne? Ersten Fahrstuhl hoch, Haus F. Fahrstuhl hoch. Hat so nach Pisse, ich muss es sagen, wie siehst du, so nach Pisse gerochen. Ja, was habt ihr gemacht? Oder es ist irgendwas, irgendein Harnstoff, der benutzt wird. Ich kann mir das nicht vorstellen, was es ist, aber es hat so flop nach Disco-Toilette gerochen, ne? Wieso springt denn der Bratte hier? Was ist los? Ja, deswegen, am liebsten wäre es mir, wenn man heute schon wieder rausnehmen könnte. Wir waren ja bei ihm heute Nachmittag. Aber er kommt ja seine Lichttherapie, da wird er von oben bis unten eingecremt, hat noch so eine antibakterielle Behandlung und auch noch die Diagnose hat halt eben bekommen auf Stauungsdermatitis. Das äußert sich meistens unten am Bein oder an den Beinen. An den Beinen, genau. Dass der Fuß oder die Wade, das Wadenbein anschwillt, Durchblutung gestört ist. Hier im Bauch. Bis wohin? Bis hier hin? Genau, das hat halt eben, das wird noch behandelt. Das sind halt so Sachen, die dann auch ältere Menschen nicht ganz so mit, ja, sich selber erklären können. Ja, die nehmen eine Pille, dann ist irgendwas weg, dann haben sie keine Schmerzen mehr. Ja, aber so eine Dermatitis, also eine Hauterkrankung, zu erklären, die, ja, ist es halt eben kein Kopfschmerz, ne? Das ist schwierig zu erklären. Und es gibt halt eben keine Happy Pill dagegen. Wieso spiele ich ihn gerade eben? Ich gehe nochmal in die Runde rein, denk. Update-Daten, erfolgreich heruntergeladen. Ne? Und dieser Warp hier, normalerweise, habe ich doch alles richtig gemacht. Da liegt es wirklich an dem einen Sprung hier, dass ich da drüben die Röhre nicht benutzen kann. Noch einmal. Ist der, jetzt bin ich hier drin. Oder? Ich muss mal anschauen, das Video, wie das funktioniert. Wie es richtig funktioniert. Nicht wie ich denke, wie es funktioniert. Hammer, Bro. Komm, spring doch gleich. Ah, yeah. Moment mal, hat er mich überhaupt irgendwo... Warte mal. Was war die Hitbox? Egal. Einmal Hütchen spielen. Ich habe mal vorhin den Timer mal gesetzt. Aber Weltrekord. Ich habe jetzt ein paar Mal zurückgespult. Der Weltrekord ist 4... Warte mal, ich jetzt gerade aus. 4 Minuten, 55 Epis. Ich hatte irgendwas über 7 Minuten gebraucht. Also, lang nirgendwo in meinem Leaderboard irgendwo aufgetaucht. Aber mal gucken, vielleicht kriege ich irgendwie Mario Maker noch ganz günstig. Aber hieß es nicht, dass die Woche... diese Woche die Nintendo Switch der Nachfolger eventuell geleakt wird. Da war doch irgendwas. Da habe ich da wieder was falsch gelesen. Was habe ich hier auf dem Handy? Wieder. Ah, Mike, me. Da hat er eine Hitbox.
Genau, Switch 2 soll vorgestellt werden. Nachfolger. Wenn man richtig. Also das Allerwichtigste wäre erstmal zu wissen, wenn es geleakt wird oder wenn was Offizielles kommt, wie ist die Abwärtskompatibilität? Das ist viel, viel wichtiger. Wenn wir die alten Games drauf zocken, hier kann ich diesen Account mitnehmen, kann ich den Family Account weiterhin sharen, kann ich hier die alten Classics weiterhin zocken. Das ist die Frage. Diese Frage müssen beantwortet werden. Und der Kollege aus Japan. Die ganze Woche so wenig gepennt. Die Woche ist eh komplett für den Eimer. Aber immer die Hoffnung, dass es morgen besser wird. Das geht alles von der Zeit ab. Das geht von der Zeit ab. Das geht von der Zeit ab. Sachen. Schwierig, schwierig. Unnötig wieder, unnötig. Dann haben die sich gegenseitig gebockt und ich bin... Ja. Wieso? Erklär es mir. Vom Bulletin. Na. Der Bullet Bill. Nee, das war nichts. Einmal Hitchen spielen, ach, drei, gleich wieder fertig. Und hängt. Afruso, springt da einfach. Boah, als kleines Kind, wenn man das gezuckt hat, die Hammerbrüder, das war doch quasi so eine Challenge, die du fast gar nicht geschafft hast. So gefühlt, ne?
Ja, jetzt ist alles so predictable. Hier drüben Momentum verloren. Hör mal, gehen wir noch mal ein bisschen weiter zurück. Genau, wir können in die Fressneid-Sprunge. Was mache ich denn? So, was ist hier denn? Eine Unterwasserwelt. Hast gesehen. Geh doch rein. Hallo. Was habe ich denn jetzt wieder anders gemacht? Springt er nicht? Hey, der RNG, springen Sie! Was ich die ganze Zeit mal nachschauen wollte. Kriege ich denn das her? Man muss da eine E-Shop neu? Muss ich da eine Shop neu? Oder einfach nur Switch Online? Für F099. Suchen? Ist überhaupt keine. Zero. Zero. Ah, kostenloser Download. Einmal. Hat mein Bruder gesagt. Es bockt. Wir fahren halt eben. Schließen. Warum, dass du es halt eben ja, einfach random gegen 98 weitere Teilnehmer spielen kannst, ne? Und das braucht jetzt nicht mehr 6 Minuten. Da könnte man ja nochmal in Mario rein.
So, wie oft wird diese Scheiß-App hier aktualisiert? Dann natürlich gerade nochmal aktualisieren. So, jetzt versuchen wir es nochmal, gehen wir rein. Warum lädt denn das so langsam? Ach, stimmt ja. Wenn du das scheiß Wi-Fi hier oben bei mir im Büro. Der Rest hier ist komplett verkabelt, verlahnt, aber nur diese Konsole läuft über Wi-Fi. Was gibt's denn hier, was ich mal zocken wollte als Kind? Was sind jetzt an dem hier spezial? Weil man weiß hier schon mal, habe ich das hier gespielt oder das hier? Was waren hier spezial? Und wie kann ich hier weg? Ah hier, Body, komm, spring doch, was ist los? Was war denn das? Ich kann doch Raketen schießen, aber wie geht ein Raketen schießen? Kann ich in das Rechte? Ah. Guck dir an. Okay, Brat, okay. Zu viele Sprites auf dem Bildschirm. Ah, auf der erfolgreichen Rangela. So, für die Samus dann doch hin. Ne?
sowas Unpräzises entspringen. Nee. Nee, das gebe ich mir. Ja, F-Zero, beenden, starten. Okay. Nostalgie, Brate, was los? Okay. Mit dem Stick oder mit dem Digital? Turbo, beschleunigen, BA, neigen, links, rechts, okay, driften quasi. Ah, okay, das verbraucht Energie mit dem Spin. Okay. Super, ein A, B, okay. Okay, Energieleiste, yes, yes, ja. Okay, der zockt schon gut Energie ab. Goldbumper. Raus. Das ist verschickt, der. Hier mit 25 Piloten. Ja, da kann ich explodieren, genau. War ja schon immer so. Da gab es halt auch noch einen Quickstart. So, beim dritten Mal, bis zum dritten Tönen. Gas gibt's. Okay.
Ja, ja, viel Spaß. Ja. Der Energizer ist drin. Ja, den muss jetzt wieder anbumsen, ne? Energizer, Energizer. Die Top 35, ja. Easy Money, komm mit. Ja, mach mal dich. Mach mal Look an, dann siehst du. Ja, mach ich hier mal Spin-Attacke, was ist los? Hier bist du ja eine Idee. Nichts gibt's hier, nichts. Jo. Jetzt einmal die Boost Power, nein, Boost Power. Nee. Ich muss so bloß sagen, da. Weiter, ne? Arschloch. Dreckete.
letzte Prüfung ist. Nein, nein. Du Falcon wieder. Das hatte ich gerade eben vergessen gehabt in der letzten Runde. Oh, was geht hier? Was ist das? Okay. Oder was los hier? Wo sind die Gegner? Okay, Golden Boy, was tust du hier? Turbo rein, Turbo. Yes, close. Servus Philipp, Pano. Jawohl, den haben wir noch. Sim, Gabriel Q, Johannes. Wo ist ein G20? Das sind doch meine random irgendwas oder NPCs.
höheren Rang erziele. Aufwärmrunde, ne? Lieg mich. Ai do piso do Materinoé. Natalia is cow. I'm sorry, Natalia. Das weit vorne, ne? Ja, Alter, da kommt wieder Platz. Kann man nicht sagen, für das erste Online-Spiel. Vielen Dank fürs Einschalten. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bleibt gesund, bleibt stabil. Kommt mir alle gut ins Bett. Und ja, morgen geht weiter die ganze Chose. Ciao, ciao.